In der Hauptsache geht es um seinen Hund Max. Herr Rauch hat vor 3 Jahren den Hund ins Haus geholt. Seitdem gibt es Ärger mit den Nachbarn. Und bei uns im Haus ist es nun mal Stand in der Hausordnung, dass man keinen Hund haben darf. Es ist ja klar, in so einem großen Haus, wenn da jeder einen Schäferhund hat, das geht einfach nicht. Dabei hat Reinhold Rauch den Hund laut eigener Aussage nicht für sich, sondern für seine behinderte Frau angeschafft. Ja, wenn sie ihre depressive Verstimmung hat, da kann das auf sie so positiv einwirken, dass sie dann wieder fröhlich wird. Im Tierheim habe ich mich umgesehen nach einem geeigneten Hund. Und eigentlich waren die alle ein bisschen so depressiv, haben sie den Eindruck gemacht. Nur der war so richtig wach und fit. Der war damals vielleicht so 12 Monate alt. Und der hat mich gleich angeschaut, wie wenn er mich verstanden hätte. Ja, der war anfangs sehr schwierig. Also der musste wirklich Angst haben vor dem Tier. Der war wohl gestört aus dem Heim. Und die Kinder hatten natürlich auch große Angst. Wenn der große Hund immer kommt, dann geht der ganz schnell zu meinem kleinen Bruder hin und dann geht der immer ganz schnell hinter sein Fahrrad. Man sollte immer stehen bleiben. Und ich habe das auch hier anderen Kindern beigebracht. Gibt es auch solche Nachbarn, die lassen sich was sagen. So, immer stehen bleiben, wenn Hund Max kommt. Wir halten uns an diese Verhaltensmaßregel und hier sehen Sie das Ergebnis. Nach unserem Eintreffen stehen wir circa 11 Minuten vor dem kläffenden Hund. Ja, ist gut. Was sie da behauptet haben, also das ist ja völlig gelogen, weil wir ja dann die Gutachten gemacht haben. Und da wurde immer wieder festgestellt, dass der Hund nicht bissig und gefährlich ist. Und dennoch, es soll einen Vorfall auf dem Flohmarkt gegeben haben. Hund Max soll laut Zeugenaussagen einen Mann gebissen haben. Auch auf dem Flohmarkt war an diesem Tag Sabine Mangold. Sie ist eine gute Freundin von Herrn Rauch, will den Vorfall beobachtet haben. Von einem Hundebiss will sie nichts wissen. Ich konnte das ja beobachten hinter meiner Theke. Ich habe ja genau da vorne den Tisch gehabt und die Bänke. Also konnte ich das unmittelbar beobachten. Da kam ja jemand. Und damals hat der Hund war das nicht so an Zigaretten gewöhnt und so weiter. Und der Mann hatte Zigarette und ging mit der Zigarette, sei nimm die bitte in die andere Hand. Er ging mit der Zigarette brennend an den Hund ran. Na klar, hat Max Angst bekommen und hat bloß gebellt und Richtung schon in die Richtung von dem Mann, aber mehr nicht. Und da habe ich eben gesehen, dass er so am Handball so einen Schnitt hatte. Also sonst nirgendwo, da war bloß so ein kleiner Schnitt und das muss da wirklich vom Zahn gewesen sein, wo er dann irgendwie hängen geblieben ist oder so. Das war wirklich Provokation. Und dass er dann mal, wenn er dann bloß mal hergeht und der Hänger bleibt am oberen Schneidezahn und sich da aufreißt, ist das kein Beißen. Der Hund hat den Mund offen gehabt, der hat ihn nicht zugehabt. Aber das gilt ja nicht als aggressiv gefährlich, wenn der Hund sich verteidigt. Das finde ich mies. Genau da passieren die Probleme. Ja? Solche Probleme, dass man dann nachher hergangen muss, teilweise Tiere erschießen muss. Durch die Menschen. Zurück ins Haus, denn aus diesem Haus soll der Hund raus. Es wurde ein Beschluss in der Eigentümerversammlung gefasst, dass Hund Max aus der Wohnung entfernt werden solle. Gegen diesen Beschluss hat sich Reinhold Rauch vor dem Amtsgericht zur Wehr gesetzt. Über den Prozess hat damals auch der Journalist Dieter Geisbauer berichtet. Seitdem schreibt er regelmäßig über die Vorgänge im Haus in der Hegelstraße und ist insofern ein objektiver Beobachter. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat also den Prozess verloren. Das heißt, der Richter hat zu ihm gesagt, also wissen Sie, Herr Rauch, ich habe schon mit Herrn Geisbauer auch Mitleid mit Ihnen gehabt bisher. Aber jetzt reicht mir's auch. Jetzt sage ich Ihnen eines, entweder machen Sie den Vergleich sofort mit diesen 30 Leuten oder ich verurteile Sie für immer und ewig, bis Sie sterben und so weiter. Also und dann hat man eben da beschlossen, dass der Hund, der darf da bleiben, aber er müsste auf 20 Meter Grundstück ein Halti tragen. Das ist sowas Ähnliches wie eine Pferdehalfter. Ne? Na, hat er auch gesagt, ja gut, dann machen wir halt den Vergleich. Ich lege dem Hund im Haus den Maulkorb an und auch wenn ich in die Stadt gehe.
Er war auch verurteilt worden, dass der Hund so einen Halti tragen muss. Das ist so eine Art Maulkorb. Hat er aber auch nicht, der würde das nicht vertragen, hat er nicht gemacht. Also besorgt hat er schon das Halti. Ein Halti ist eine Vorrichtung, mit der man auch schwer zu führende Hunde gut unter Kontrolle bekommt. Benutzt hat Herr Rauch das Halti allerdings nicht und dafür hat er auch so seine Gründe. Die ganze Erziehung des Hundes kann man damit versauen. Es gibt zum Beispiel auch hier so Akupunkturpunkte. Und wenn da zu viel Druck ausgeübt wird, kann der Hund depressiv werden oder kann psychisch krank werden. Er legt bis heute noch nicht den Maulkorb an, obwohl er dazu verurteilt ist. Reinhold Rauch benutzt das Halti nicht und der Hausfrieden ist endgültig dahin. Herr Rauch beginnt, die Hausgemeinschaft mit Klagen zu überziehen. Unter anderem will er sich als einziger Wohnungseigentümer nicht an den Kosten einer Renovierung beteiligen. Der treibt ja immer quer. Egal was da ist, ob es um die Hausrenovierung geht, der sucht immer, will immer alle verklagen. Der läuft in jedem Klacks zum Rechtsanwalt, zeigt alle Leute an. Zum Beispiel hat er uns ja schon wieder verklagt. Was ich jetzt will uns ja schon wieder verklagen. Also, ich weiß nicht, es gibt halt Leute, die können irgendwie sich nirgendwo integrieren und ich würde ihm halt vielleicht vorschlagen, er soll in die Einöde ziehen und nicht in ein Hochhaus. Da dies aber nicht zu erwarten ist, muss sich Frau P. gegen die Klageflut rüsten. Mit dem Abraum halt im besonderen Rechtsschutz, ganz einfach. Den habe ich auch abgeschlossen, wegen dem ohne Nachbar. Ja, so ist es ganz einfach, weil ich bin jemand, der mit niemandem streitet, aber wegen dieser Person brauchen wir schon Rechtsschutz. Es ist ja mein normales Recht, mich vor Gericht zu wehren. Und natürlich betrifft es jetzt die ganzen Eigentümer, die da sind, wenn ich nach euch klage. Und ich habe ja doch auch einen kleinen Sieg errungen hiermit. Rauch wird also weiter klagen und eine Lösung ist nicht in Sicht. Er ist also ein bisschen verrückt. Tut mir leid. So ist es. Der Mann ist, ich habe es auch geschrieben, er gehört eigentlich normalerweise zu seinen Gunsten nach Wien, denn das ist die Irrenanstalt. Da gehört er eigentlich hin. Und da wäre gut aufgehoben, denn da gibt es viele Gleichgesinnte, die auch diese Verfolgungswahn haben und auch selbst andere verfolgen müssen. Da könnte er sich vielleicht voll ausleben. Also ich kann nur das empfehlen.